Willkommen zum zweiten Podcast zum Werk Language, Truth and Logic. Und diesmal gibt es das erste inhaltliche Video oder Podcast, wie man es auch immer nennen will. Also starten wir mal direkt. Ich überspringe die Einleitung und gehe direkt zum ersten Kapitel. Das heißt auf Englisch. Ich lese das Werk auf Englisch. Heißt auf Englisch The Elimination of Metaphysics. Und ja, er beginnt halt direkt damit zu sagen, dass halt viele philosophischen Diskussionen eigentlich fruchtlos sind oder überflüssig, weil sie halt metaphysische Themen behandeln, über die sie gar nicht reden können. Und das Problem ist halt, dass Metaphysiker behaupten, Wissen zu erlangen von Welten, die über der Wissenschaft stehen oder über den Common Sense. Und man kann halt auf zwei Weisen solche Überzeugungen angreifen. Ein ersterer Weg, den hat zum Beispiel Kant eingeschlagen. Er hat zum Beispiel gesagt, dass wir menschlich begrenzt sind und dass wir halt ein menschliches Verarbeitungssystem haben und deswegen eigentlich nicht darüber hinaus etwas begreifen können. Wir können also nicht begreifen, wie die Welt an sich ist. Das Problem bei Kant allerdings ist, dass er behauptet hat, dass es so etwas wie eine Welt an sich gibt, nur dass wir halt nichts darüber wissen können. Und das ist kritikwürdig, weil man muss ja quasi irgendwie zu diesem Wissen kommen, dass es sowas wie eine Welt an sich gibt. Oder irgendwie sogar das Wissen zu haben, dass wir das nicht können. Und von daher kann es so scheinen, dass hier Kant trotzdem dann Metaphysiker ist, weil er irgendwie was behauptet, worauf er Zugriff hat, aber doch nicht hat. Und das ist eben nicht der Weg, den die logischen Positivisten einschlagen möchten. Sie möchten nicht quasi einfach behaupten, dass das nicht geht, sondern sie wollen zeigen, dass unsere Sprache quasi darauf aus ist, dass wir nur etwas behaupten können, was wir mit unseren Sinnen erfassen können. Damit wir die Bedeutung eines Satzes beispielsweise überprüfen können, muss dieser Satz quasi etwas haben, was wir beobachten können und so dann mit unseren Sinnen sagen können, ob das stimmt oder nicht. Dieser ganze Prozess nennt sich halt Verifikation. Also Verifikation ist einfach nur die These, dass Sätze nur dann bedeutungsvoll sind, wenn sie zutreffende Beobachtungen überprüft werden können oder widerlegt werden können. Das ist auch die Methode, die er in diesem Buch anwenden möchte. Und daraufhin erklärt er noch verschiedene Unterscheidungen von der Verifikation. Also er unterscheidet einerseits zwischen Verifikationen, die wir praktisch ausüben können, und Verifikationen, die wir im Prinzip ausüben können. Ja, also Ersteres ist halt quasi das, was wir ganz leicht überprüfen können. Wie vor mir ist zum Beispiel auf der linken Seite ein Buch und ich kann sehr schnell überprüfen, ob da ein Buch ist, weil ich das sehr schnell sehen kann, dass da ein Buch ist und kann zum Beispiel dann die Aussage sagen, dass hier ein oranges Buch liegt, ziemlich leicht verifizieren. Ich schaue einfach auf das orange Buch und durch die Evidenz meiner Wahrnehmung sehe ich, dass diese Aussage stimmt. Und ja, es gibt halt ziemlich viele Sachen, die wir im Prinzip so leicht lösen können, dass wir eigentlich relativ leicht Zugang haben, uns in eine Position zu stellen, um die Dinge zu beobachten, um die Sätze zu verifizieren oder falsifizieren. Aber es gibt halt auch Sachen, wo wir ja momentane Beschränkungen haben. Zu der Zeit, als das Buch erschienen ist, konnte man zum Beispiel noch nicht zum Mond fahren. Und das Beispiel, was Aya nennt, ist halt zum Beispiel, dass wir nicht über die Berge wissen, die auf der dunklen Seite des Mondes liegen. Das ist etwas, was wir quasi im Prinzip
wissen könnten, indem wir halt eine Rakete schießen. Also im damaligen Zeitalter gab es natürlich noch keine Raketen oder zumindest keine Raketen, mit denen man Menschen hinaufschießen konnte, um das halt zu überprüfen. Aber wir könnten uns prinzipiell irgendwie Methode ausdenken, indem wir das könnten. So, das ist der erste Unterschied zwischen praktischer Verifikation und Verifikation, die im Prinzip durchführbar ist. Die zweite wichtige Unterscheidung ist halt zwischen starker und schwacher Verifikation. Starke Verifikation verlangt, dass wir allein durch die Beobachtung quasi eine, ja, mit absoluter Gewissheit etwas schließen können. Die Idee ist halt eben mit dem Beispiel mit dem orangen Buch, wenn ich jetzt gerade das orange Buch anschaue und sage, ich sehe ein oranges Buch, dann ist die Idee der starken Verifikation, dass das mir die absolute Gewissheit gibt, dass da ein oranges Buch liegt. Die schwache Verifikation ist halt zu sagen, okay, die Beobachtung kann vielleicht uns nicht mit absoluter Gewissheit sagen, dass da was ist, aber mit einer erhöhten Wahrscheinlichkeit. Ja, das heißt, wenn ich zum Beispiel das orange Buch sehe bei mir im Zimmer, dann habe ich halt eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass das stimmt. Das kann man sich intuitiv vorstellen, dass wir zum Beispiel ja, Halluzinationen haben können oder keine Ahnung, irgendwie irgendwas am Auge, was dazu führt, dass wir vielleicht das Buch ein bisschen zu rot oder so wahrnehmen, wie auch immer. Also es kann immer Fälle geben, in denen wir uns täuschen, wo es halt nicht der Fall ist. Und Eyre möchte auch quasi nur die schwache Verifikation gebrauchen. Also er sagt, wir müssen nicht im starken Sinne alle Sätze verifizieren können, sondern nur im schwachen Sinne. Weil in der Philosophie gibt es nämlich ein allgemeines Problem bezüglich von absolutem Wissen. Weil hier in dieser empirischen Welt können wir eigentlich nur bedingt Erfahrungen sammeln. Wir können vielleicht 10.000 Mal oder ja, x Milliarden Mal die Sonne aufgehen sehen, aber wir können nicht darauf schließen, dass dies für immer und ewig so bleiben wird. Es ist halt einfach nur ein Induktionsfehlschluss aus. Also wir schließen aus mehreren Fällen auf etwas Allgemeines. Und das geht halt nicht, weil was Allgemeines ist halt, ja, in der Idee her unendlich und das andere ist halt mehr begrenzt. Und wir können halt das starke Verifikationsprinzip nicht verteidigen, weil immer das Induktionsproblem herrscht. Also, dass wir eigentlich niemals sowas behaupten können. Und das würde dann bedeuten, dass wir eigentlich nichts haben, womit wir sagen können, dass das irgendwie Bedeutung hätte. Und das wäre für ja, ein wenig absurd. Dann gibt es noch die Gegentheorie, dass wir nicht quasi verlangen, dass wir durch eine Beobachtung quasi etwas eindeutig verifizieren, sondern dass wir umgekehrt, dass wir durch eine Verifikation eindeutig was widerlegen. Das ist quasi die Falsifikationstheorie von Popper. Ja, die Idee ist halt, also, dass man hier mehr mit empirischen Hypothesen arbeitet. Also die Wissenschaft in ihrem Betrieb generiert ja durchaus Hypothesen, also quasi sie vermutet etwas, wie sich etwas eigentlich verhalten soll. Und dann können wir quasi uns in die Situation begeben, wo wir vermuten, also etwas passieren wird, von dem wir erwarten, dass es sich auf eine bestimmte Art und Weise verhalten wird. Und quasi dadurch zu sehen, dass es entweder ja zutrifft oder eben durch die Beobachtung widerlegt wird, weil sie entgegen unseren Erwartungen ist. Und dadurch quasi, wenn es prinzipiell möglich ist, so unsere Hypothesen zu widerlegen, dass es dadurch quasi etwas ist, was sinnvolles Gehalt hat. Also, dass es prinzipiell möglich ist, unsere Beobachtungen zu falsifizieren.
dem widerspricht der Autor, weil er sagt, bei solchen empirischen Hypothesen, die funktionieren halt mit bestimmten Annahmen und es kann sein, dass die Beobachtung quasi falsch ist, sondern dass unsere Annahmen, die quasi diese empirische Hypothese kreieren oder worauf sie fußt, diese empirische Hypothese, falsch ist. Also dass wir quasi was grundsätzlich falsch machen. Also schließt er damit die Überlegung ab und sagt, okay, wir müssen halt zugeben, wir können uns nur auf das schwache Verifikationsprinzip einigen. Um zu sehen, inwiefern wir damit überprüfen können, ob etwas jetzt Unsinn ist oder keine Bedeutung haben kann in der Sprache oder nicht, ja, nennt er ein paar Beispiele. Es gibt zum Beispiel die philosophische Diskussion, ob das, was wir sehen, quasi wirklich als Realität existiert oder ob das eigentlich etwas Falsches ist, ob wir das alles träumen. Der erste Punkt, was wir, damit wir es erstmal einfach darstellen, ist halt, wir haben keine Möglichkeit, das zu überprüfen. Wir leben halt nur in einer Welt und sie scheint uns stark zu suggerieren, dass halt eine Welt kohärenter und eindeutiger ist und verifizierbarer ist als die andere. Also es mag durchaus sein, dass wir Träume haben, aber da haben wir halt keine Verifikationsmittel und die Verifikationsmittel, wo wir sie anwenden können, ist halt in der normalen Realität. Eine andere Diskussion, die halt auch, woran man erkennt, dass sie quasi eine metaphysische Unsinnsdebatte ist, ist halt die Frage, ob es in der Welt nur eine Substanz gibt oder mehrere Substanzen. Und genau hier können wir eben uns keine Position vorstellen, wo wir das jemals halt überprüfen können. Und genauso können wir halt wenig überprüfen, ob das, was wir sehen, ob das jetzt nun wirkliche konkrete Objekte sind oder nur Vorstellungen. Wir können uns keine Position vorstellen, in der wir das vorstellen können. Insofern ist es halt Unsinn, darüber zu diskutieren. Dann kommt ein kleiner Abschnitt, in dem er versucht zu erklären, inwiefern das Verifikationsprinzip gültig ist. Und die Idee ist einfach, dass Verifikations Prinzip deswegen gültig ist, weil es faktischen Gehalt hat. Also es ist halt nicht irgendwie aus nichts, sondern es nimmt etwas aus der empirischen Welt, was wir mit der Sinneswahrnehmung wahrnehmen können. Dann kommt es wieder eine kleine Erwähnung, die relativ wichtig ist für später, denke ich, ist, dass metaphysische Aussagen nicht deswegen Unsinn sind, weil sie keinen Sinnesgehalt haben, also alleine, sondern auch, weil sie keine a priorischen Konzepte sind, weil sie keine Tautologien sind. Was damit gemeint ist, ist zum Beispiel, ja, es gibt diese Unterscheidung zwischen analytischen Sätzen und synthetischen Sätzen. Analytische Sätze haben halt eine bestimmte Form von Wahrheit. Wenn ich sage, ein Junggeselle ist ein unverheirateter Mann, dann ist das wahr allein aufgrund der Bedeutung von Junggeselle. Dass das exakt das Gleiche bedeutet. Andere Dinge können wir halt nicht so sagen, wie das Wasser blau ist. Ja, das Blausein folgt nicht aus der Bedeutung des Wassers, sondern es ist halt eine empirische Aussage. Das ist nicht genau dasselbe. Zwar ist das eine einzelne Eigenschaft, die natürlich also zum Wassersein dazugehört, aber sie sind nicht exakt das gleiche wie bei den analytischen Urteilen. Und solche synthetischen Sätze sind nur wahr, weil wir sie durch Empirie überprüfen können. Und was also hier Aya erwähnt, ist, dass durchaus die Möglichkeit gibt, dass Sätze analytisch wahr sind. Die sind dann zwar nicht wahr, weil sie irgendwie einen empirischen Gehalt haben oder aufgrund ihres empirischen Gehalts, sondern weil sie aus der Bedeutung der Wörter kommt. Ja, also ist eine metaphysische Aussage nur dann
unwahr, wenn sie keine Tautologie von etwas ist, von einem anderen Begriff oder keine Sinneserfahrung hat. Dann folgt eine Passage, in der er halt versucht, wie wir überhaupt dazu kommen oder wie Philosophen dazu kommen, überhaupt über solche Entitäten zu reden, die ja anscheinend gar nicht existieren. Ja, generell ist eigentlich die Idee, dass die Struktur der Sätze uns quasi täuscht. Beispielsweise, wir schreiben durch Sätze bestimmte Eigenschaften scheinbar zu, wie zum Beispiel der Arbeiter, nee, was nehmen wir als Beispiel? Hans liegt auf dem Bett und Hans existiert. Dann schreiben wir halt zweimal scheinbar Eigenschaften zu. Also das Sprachwissenschaftler strukturieren das ja auch so, dass jeder Satz ein Subjekt hat, also worum es geht, und ein Prädikat, also eine Eigenschaft, die diesem Subjekt zukommt. Und wenn wir halt jetzt diese zwei Sätze analysieren, dann ist ja einmal Hans das Subjekt und liegt auf dem Bett, ist die Eigenschaft, die wir dem Subjekt zuschreiben. Und Hans beim zweiten ist wiederum das Subjekt und existiert es diesmal, die Eigenschaft zuschreiben. Und es scheint halt so, dass wir irgendetwas wirklich zuschreiben. Und beim zweiten Fall ist es halt fatal, weil wir dazu zu dem Glauben kommen, dass es sowas wie Existenz gibt als Eigenschaft. Und was aber nicht so ist. Also Kant hat mal gesagt, dass ja, wenn wir etwas, eine Eigenschaft hinzufügen, dann wird es irgendwie mehr, es wird gehaltvoller. Aber wenn wir sagen, dass es existiert, dann sagen wir eigentlich nicht darüber mehr aus. Und insofern ist es ein Fehlschluss, da etwas zu sehen als eigenständige Identität. Zuletzt vergleicht er den Metaphysiker mit den Poeten, weil er sagt, es kann ja, also, dass die metaphysischen Schriften durchaus irgendwie einen ästhetischen Reiz haben und dass man vielleicht quasi die Metaphysik in einem Sinne wahren könnte, indem wir sie einfach in die Künste zuschreiben. Also sie könnten durchaus weiterhin Metaphysik betreiben, nur nicht mehr im wissenschaftlichen Dienst, sondern im ästhetischen Dienst. Und macht noch kleine Unterscheidungen, dass halt eigentlich der Poet beispielsweise eigentlich anders als der Metaphysiker durchaus viele Sätze schreibt, die verifizierbar sind, nur dass er öfters Dinge schreibt, die einfach falsch sind. Also besteht da ein Unterschied, während hingegen der Metaphysiker eigentlich jemand ist, der etwas Wahres aussagen will, aber eigentlich nur Unsinn labert. Und ja, ich denke, manche Punkte sind hier vielleicht noch nicht ganz klar. Ich glaube, ich habe das nicht so gut hinbekommen mit der Grammatik. Also, warum wir diesen Fehler machen oder woher dieser Fehler stammt, dass wir gewisse metaphysische Entitäten annehmen. Aber ihr könnt ja was in die Kommentare schreiben, wie ihr das versteht oder was ich falsch gemacht habe. Würde mich freuen. Aber ich denke, der wichtigste Punkt ist klar geworden, dass halt ja hier eine starke Kritik an metaphysischen Sätzen, die wir nicht mit dem Sinnesapparat wahrnehmen können. Ja, das war's.